So, ich laufe, alles gut. Kombinierte 100 Jahre technische Erfahrung mit Computern. Wir haben es geschafft, diesen Stream so laufen zu lassen, dass wir auch die Tonspur aufnehmen. Crazy idea. Oh, so innovativ sind wir heute. Hallo und herzlich willkommen beim Rebell.at Gaming Podcast / Stream. Wir machen heute ein Sonderformat für euch hier aus der längsten Gaming-Couch der Welt. Wir, das ist die komplette Rebell.at Crew, wie sie sich heute darstellen. Da ist der Konrad Kelch in Hamburg. Hallo Konrad. Moin Moin. Der Siegfried Arnold in Salzburg. Hallo Sigi. Guten Tag, die Damen. Der Georg Pichler in Wien West. Hallo. Und am ganz anderen Ende der Gaming Couch, da sitze ich, der Tom Schaffer, in Wien Zentrum. Wir machen heute einen Sonderpodcast, weil Rebell.at, unsere gemeinsame Gaming-Plattform, ist 17 Jahre alt. Am 16. Februar 2003 sind wir gestartet und wir haben uns gedacht, zum Anlass dieser großartigen Sache, dieses ganz besonderen Moments, werden wir ein bisschen was spielen und nebenbei über die letzten 17 Jahre sprechen. Das heißt, dieses ganze Format ist heute ein bisschen anders, als ihr den Podcast sonst kennt und die Leute, die uns beim Stream zuschauen, ist ein bisschen anders, als ihr den Stream sonst kennt. Wir werden weniger schreien, schimpfen, Kraftausdrücke verwenden. Wir werden es versuchen. Und wir spielen nebenbei einfach ein bisschen PUBG und wenn irgendjemand reinruft, Vorsicht, Norden, Gegner, dann hat er nicht irgendein komisches Tourette-Syndrom, sondern das liegt daran, dass wenn ihr den Podcast hört und das nicht seht, wir einfach auf Gegner schießen wollen. Für diejenigen unter euch, die PUBG nicht so gerne spielen, bitte trotzdem dranbleiben. Wir werden uns nicht so stark aufs Spielgeschehen beziehen. Das wird sicher auch für euch interessant. Yes, es geht eigentlich heute nicht ums Spielen, sondern wir spielen einfach gemeinsam, weil das etwas ist, das wir in den letzten 17 Jahren viel getan haben. Wir schon ein bisschen länger sogar, Sigi, gell? Ja, wir haben schon gespielt, als es überhaupt noch kein öffentliches Internet für uns gab. Das 56K-Modem uns noch begleitet hat. Wir sind übrigens alle allein. Achso, ich dachte jetzt... Tom, du könntest noch Begleitung kriegen. Okay. Da ist jemand drin. Ja, stimmt, aber der kommt nicht zu dir. Also Sigi und ich, wir kennen uns ja seit 1998, irgendwie sowas im Lion CC-Chat. Ja, vielleicht ist es sogar noch länger. Lion CC ist ein Online-Service von Libro gewesen. Und Libro hatte damals so ein Gratis-Internet, wo man dann tatsächlich nur die Libro-Seite, irgendwann so ein Libro-Chat und ein paar E-Mail-artige Dienste nutzen konnte. Und haben wir allerhand Schindluder getrieben. Genau, unter anderem Half-Life gespielt, auch dann, du und ein Freund von uns, der Fifi, den ich übrigens kürzlich wieder mal zufällig getroffen habe, haben uns da gemeinsam ihr habt einen Clan gehabt eigentlich und ich habe mich dort dazu beworben und irgendwie so haben wir uns kennengelernt über diesen Chat und irgendwie dann Jahre später ein Medium gegründet, das war Rebell.at. Genau, das sollte aber ursprünglich gar nicht Rebell.at heißen. Was? Wie hat es geheißen? Wie hätten wir es heißen sollen? Wir haben noch Prototyp-Designs irgendwo herumliegen, vielleicht finde ich die, da hat es noch geheißen Nostalgiker. Weißt du das? Das kommt mir jetzt irgendwie vage bekannt vor, ja. Gott sei Dank haben wir uns umentschieden. Wie betrunken wart ihr da? Please insert random Anspielung auf Sigis Alter. Das wäre deine Aufgabe, ja. Stimmt allerdings. Also, wenn jemand ab und zu so Musik im Hintergrund hört, das ist tatsächlich auch wieder das Spiel, diese Dudeleien. Ja. Ja, in PUBG gibt es doch keine polyphonen Klingeltöne. Ja. Genau. Jedenfalls, wir haben ja zuerst dann noch bei einer anderen Seite geschrieben, Game Cosmos und dann Gamigo. Wenn du dich erinnerst. Und bei Gamigo geschrieben. Wir haben bei Gamigo, wir waren Gründungsmitglieder von Gamigo. Bis uns rausgeworfen haben, vergessen haben, dass wir überhaupt existiert haben. Wir sind schneller ausgestiegen, es gab es dann hinten nach noch ein paar Jahre. Aber sie sind dann irgendwann haben sie angefangen, mehr ein Online-Games-Provider zu sein als ein. Nee, das sind sie ja heute noch. Ja, das sind sie heute noch.
Aber zwischendurch gab es noch eine Mischform einige Jahre lang und dann. Okay, kannst du so einen Bunker da besuchen? Ich habe dann auch andere, ich habe dann auch noch für andere Medien geschrieben, aber erst nachdem wir Rebell schon gegründet haben. Das heißt, das Sieger nicht, wir sind ja eigentlich Gründungsmitglieder, aber ihr zwei, Konrad und Georg, ihr wart beide auch sehr, sehr früh dabei. Wann eigentlich? Wisst ihr das noch? Ich meine, dass ich 2003 dazu gestoßen bin schon. Ehrlich gesagt, kein blassen Dunst. Das war nach meinem Kurzaufenthalt oder gar nicht so Kurzaufenthalt bei xxlgames.de. Ja, stimmt. Rest in Peace. Die haben mich dann irgendwie weitervermittelt, nachdem das Projekt nicht so gut gelaufen ist, weil irgendwie keine Zeit gehabt hat. Und irgendwer von denen hat mir dann, ich glaube Horst oder so hat der geheißen, der hat mir dann deinen Kontakt gegeben. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Horst, was für ein geläufiger Name. Okay, und Conor hat keine Ahnung als einziger, wie er zu dieser großartigen Seite gestoßen ist. Doch. Entschuldigung. Kennt noch jemand das altehrwürdige PCX-Forum? Yes, da bin ich immer noch aktiv eigentlich. Ja, ja. Das gibt's auch mal den Faxen, ey. Shoutout zum PCX-Forum, es ist mittlerweile ein Friedhof, also die durchschnittliche User... Das durchschnittliche User-Alter ist 95. Die meisten Leute haben in irgendeinem Streit mal gesagt, okay, scheiß drauf, ich mache hier nicht mehr mit. Aber insgesamt, also es gibt's noch, es posten noch circa 5 Leute da. Wieso sprengst du die Tür auf? Wieso nicht? Das ist die andere schon offen. So. Ich habe einen Dreierskop abzugeben übrigens. Das wusste ich nicht. Ja, das würde ich nehmen. Ich bräuchte ein Extended Mac SMG. Also das PCX-Forum, wenn wir jetzt da auch kurz reden wollen, das ist so ein Forum, das noch mit Frames arbeitet. Da gibt es einen Frame oben, einen unten. Das ist auf Handys nur bedingt darstellbar eigentlich. Retro Deluxe. Ich bräuchte auch noch ein Extended SMG. Ernie, let's go. Merci. Hast du ein Extended SMG? Leider nicht, ne? Schade. So. Hat irgendjemand ein Red Dot oder irgendwie sowas? Nö. Nein. Ja, jedenfalls wollen wir nochmal zurückkommen auf unsere Gründungsphase. Sigi, warum wollten wir das eigentlich? Warum wollten wir das? Wir waren mit dem Establishment unzufrieden. Yes! Das ist der Name Rebell.at. Also das ist schon namensgebend gewesen. Also ich, Nostalgiker wundert mich ein bisschen, dass wir diese Idee hatten. Ja, damals waren die neuen Spiele natürlich scheiße und die alten Spiele waren gut, so wie heute auch. 8-Bit, ja. Es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr unzufrieden waren mit so etablierten Magazinen, besonders GameStar, die halt einfach... Ja. Weil die war damals noch sehr neu, die GameStar, die sind ja 2002, glaube ich, auf dem Markt. Nein, 90er Jahre. Die GameStar war schon alt, Digi. Aber sie war nicht... Blödsinn, 1999, ich weiß noch, war über Theme Park, glaube ich, die erste Vollversion. Das ist auch viel zu spät. 97 kam die erste Ausgabe der GameStar raus. Okay, mein Fehler. Aber es war Theme Park, die erste Vollversion. Extended AR, Zwaroscope, Tactical Stock liegen da in dem Haus. Warum habe ich 2002 im Kopf? Ich glaube 2002 könnte das Jahr gewesen sein, wo die PC Joker die Batschen aufgestellt hat. Ja, da war sie dann. 2001 war das. Aber es gab dann nach so ein Nachfolgemagazin, das hat ein bisschen einen ähnlichen Vibe wie die GameStar hat. Vielleicht meinst du das. Du meinst die PC Powerplay. Ja, die war blau, genau. Das kann sein. Ja. Hier ist ein Hologramm. Was tut, vor mir 50 Meter, rot. Mehr als nur ein Tut, ja? Zwei. Drei, sonst einer genockt. Da rechts. Sind die Ruinen? Ich sehe ihn, okay. Es ist ein dritter Tut, links. Einer brennt. Gelockt, es ist nur ein zweiter Tod drinnen. Einer ist tot. Tot, meiner ist sofort gestorben. Meiner ebenfalls. Na, dann looten wir die mal fix, wa? Ja, und reden dabei weiter über tote Gaming-Magazine. Ich bin über das altehrwürdige PCX-Forum zu euch gestoßen. Kleinen süßen Nobis. Wirklich? Du bist zu knuffig. Also viele nicht wissen, wir waren ja mal eine Macht im frühen Online-Zeitalter der Gaming-Magazine. Ja, das stimmt. Aber reden wir noch ein bisschen weiter über die Gründungsgedanken, bevor wir da hier abbiegen. Also die Macht, die müssen wir uns dann später nochmal in Erinnerung rufen. Da ist ein Suppressor AR. Ja, das hole ich mal.
Okay, nehmt drin. Ich habe nämlich keine DMA dafür. Wir haben ja damals, wie gesagt, für Gamigo geschrieben und so. Und ohne die jetzt da schon groß verleumden zu wollen. Aber da hat es dann teilweise Probleme gegeben, wenn man überkritisch geschrieben hat. Da haben ja, dann Hersteller angerufen. Hat jemand ein Extended SMG, Entschuldigung? Nö. Nein, leider. Und man muss auch sagen, die damaligen Gaming-Magazine, das vergisst man heute ein bisschen, die waren überhaupt nicht so, wie sie heute dastehen. Damals gab es nicht mal sowas wie eine Kommentarsektion oder so. Es wurden einfach nur Reviews gemacht und Branchen-News weitergegeben, so in der Richtung. Keine Kritik, keine großen... etwas, das man Rezension nennen könnte, in dem Sinn, dass die Spiele besprochen worden sind. Ich meine, das ist heute auch immer noch selten, gerade in den Mainstream-Magazinen, aber es gibt es heute einfach wenigstens. Und uns hat das gefehlt. Es gab auch keine, es gab überhaupt keine Rezeption von Independent-Titeln. Ja? Also die haben ja gar nicht stattgefunden. Und also das war, und dazu kam ja auch noch, dass zum Beispiel die GameStar sich ja auch sehr in ihrer eigenen Marktmacht gesuhlt hat und sehr behäbig und arrogant und auch sehr herablassend über Online-Journalismus geredet hat. Ne? Also das war ja eine ganz andere... Ja gut, das war die Frühzeit vom Online-Journalismus. Da haben alle Printmedien, oder die meisten Printmedien, Online-Journalismus eher als so minderwertig dargestellt. Ja, das haben sie einfach nicht ernst genommen, ne? Und dazu gab es ja dann Internet, halt, Internet und die Publisher halt eben auch nicht, ne? Es gab ja früher, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr dran erinnern, aber es gab Print-Embargos. Stimmt, ja. Also die Online-Journalie hätte viel früher über ein Spiel berichten können, aber man hat halt, um die Printmagazine zu schützen, gesagt, nein, ihr dürft nicht vor Datum X rauskommen, damit die GameStar das auch zeitgleich hat und so weiter. Oder die PC Games. Und ja, das ist absurd. Das ist ja mittlerweile komplett hinfällig, ne? Weil einfach diese Marktmacht der Zeitung nicht mehr vorhanden ist. Ein bisschen wie damals der Kampf gegen das Auto. Die Bewertungen waren auch sehr restriktiv. Es gab immer diese Prozentwertungen von 0 bis 100, 100%. Und ja, jedes Spiel, das unter 80 hat, war absoluter Müll. Da hat sich ja, wobei das hat sich über die Zeit nivelliert. Das war nicht immer so, dass die das ja Threshold so war. Ich möchte hinaus. Ja, also es gab mächtig viel Motivation, was Eigenes auf die Beine zu stellen, wo man sich dann einfach austoben konnte, neue Formate ausprobieren konnte. Das Dude vor mir, bin genockt. Bist du safe? 50 Meter, ich bin safe. Ja, offensichtlich nicht. Ich schon. Sehen nicht. Beim Stand direkt da, wo ich hinschaue. Wo du hinschaust, das ist schwer zu anfangen. Bin immer noch safe. Du bist nicht safe da oben. Der Stein ist nicht dunkel genug. Okay, ich bin da. Okay. Was? Das war's in dieser Runde. Ist nicht schlecht. 10. Platz für das, dass wir nebenbei quatschen, ist eigentlich voll okay. Keine Ahnung, wo die waren. Das waren die schon den Sieg erschossen haben vom anderen Ende des Feldes. Naja, auf jeden Fall, um mal jetzt mal zu meiner Geschichte zu beenden. Ich glaube, du hast damals, wir haben damals im PCX-Forum uns unterhalten über Online-Journalismus und so weiter. Und ich habe gesagt, ich würde gerne mal schreiben. Und dann hast du mir einfach eine PN geschrieben. Und dann habe ich irgendwie den ersten Artikel, oder ich durfte, glaube ich, am Anfang News schreiben. Ich durfte noch nicht mal Artikel schreiben. So elitär war das Ganze. Und dann habe ich, glaube ich, ein paar News geschrieben. Und dann habe ich ein paar Tests geschrieben. Und dann, war ich irgendwann in der Redaktion angekommen. Ja, warum du nur News schreiben durftest, es war damals so, dass es sehr, sehr schwierig war, an Rezensionsmuster zu kommen. Und die waren natürlich den elitären Menschen vorbehalten. Ja, da musste man sich ein bisschen beweisen, damit man dann mal kurz zwei News schreibt und dann wollte man schon wieder ein Game abgraben. Das war ein bisschen schwieriger. Genau. Das kam auch noch mit der Post und dann musste ich es mit der Post weiterschicken und ich war ein armer 18-Jähriger. Ja, das stimmt. Die Preview ausschalten, das macht mich irre. Ah, da. Ah, nee, war mal irre. Und es gab auch sehr, sehr viele Bewerber. Also wir hatten über die Jahre viele Leute, die dann 2-3 News geschrieben haben, dann wieder weg waren. Voll. Oder Leute, die halt 5 Artikel sich feedbacken lassen haben, wo man denen geholfen hat, besser zu werden, und dann waren sie plötzlich nie wieder gehört. Aber was man auch nicht vergessen darf, Rebell in der Anfangsphase, also die ersten Jahre, da waren ja bis zu 15 Leute damit beschäftigt, das zu bearbeiten. Also viele Leute aus dem Freundeskreis haben dann geholfen, gegenzulesen, lektorieren. Das Forum war sowieso eine eigene Geschichte. Aber auch sonst, wir hatten wirklich ein ziemlich
großes Team teilweise. Das war richtig viel Arbeit und darum ist es auch auf das rausgelaufen, was der Georg vorher sagte. Wir waren eine Macht im Online-Business. Es gab eine Zeit, da hatten wir richtig gute Besucherzahlen auf Rebellity. Und da waren wir jetzt, ja. heute, wenn man heute auf uns geht, dann sieht man einen Blog mit einem Podcast dabei. Aber früher war das ein Gaming-Magazin mit 15 News am Tag und 3 Artikeln jeden Tag und so weiter. Also das war was anderes. Das ist die glorifizierte Vorstellung, Erinnerung von Herrn Schaffer. Nee, wir haben tatsächlich gute Besucher. Ja, aber 15 Newsmeldungen hatten wir wirklich nur an absoluten Ausnahmetagen. Ja, aber wir haben was jetzt 5000 Blogposts in unserem Archiv und wir hatten extrem viele Reviews, wobei man jetzt dazu sagen muss, wir haben auch ein anderes Magazin annektiert und von dem die Hälfte übernommen. Und wir haben, glaube ich, Zugriffszahlen, ist noch irgendwer über uns, genau, im Nordosten. Wir haben, glaube ich, irgendwie 2000, teilweise 3000 Zugriffe am Tag gehabt, was für damals echt viel war. Ja, also ja, es lief auch gut. Dass wir so ein Redesign gemacht haben, was totaler Schwachsinn war. Nein, das ist später gewesen. Das war später. Das kommt auch noch. Das war dann, der Schaffer-Shame kommt noch. Aber die erste große Problematik war ein Hackerangriff, wo wir plötzlich ein paar Wochen down gewesen sind. Ja, die hat nicht nur die Faced, sondern da war auch die Datenbank dann zur Hälfte im Arsch und das war alles ein bisschen Shit. Das hat viele Besucher gekostet, weil wir da wochenlang down waren und das hat auch Motivation gekostet, wahnsinnig viel. Ja, wir sind auch bei Google rausgeflogen, weil du irgendwie eine Mail bekommen, dass wir irgendwie gelistet werden oder irgend sowas. Das war irgendein Brasilianer, der uns versucht hat, uns zu erpressen. Dann haben wir ihm das gesagt, dass wir nichts haben und wir jetzt nicht irgendwie das riesige Online-Magazin sind, das er erwartet hätte, wo er Geld rausleihen kann. Und dann hat er uns glücklicherweise wieder in Frieden gelassen und gesagt, okay. Ja, den mussten wir irgendwie bei einem IRC-Channel raussuchen, dass wir die Sackrate finden. Da hatte ich die ersten Mordfantasien in meinem Leben, glaube ich. Achso, die ersten. Sehr beruhigend. Ja, es sind noch ein paar gefolgt im Laufe der Jahre. Okay, das heißt, zu dem Dude gab es auch noch Kontakt, das wusste ich gar nicht. Ja, wir haben diese Scheiß, es war nicht nur einer, ich glaube, es waren ein paar Leute, die halt so Script-Kiddy-mäßig in einem IRC-Channel abgehängt sind und irgendwelche Seiten defaced haben. Über mutmaßlich wahrscheinlich ein WordPress. Nein, wir hatten damals kein WordPress, wir hatten ein. Damals gab es kein WordPress, Alter. Ja. Damals gab es Siggi. Ja. Das heißt, weil der Siege nicht sicher programmiert hat. Also. Nein, das war tatsächlich eine serverseitige Sicherheitslücke, die ausgenutzt wurde, weil unser CMS so minimal war, dass es de facto keine irgendwelche Art von Angriffspotenzial bereitgestellt hat. Würde einen Helm brauchen, wenn wir einen sieht. Ja, das Helm wird schwierig. Ja, unser Helm liegt doch bei mir drüben in der Garage. Ich habe gerade einen Helm gefunden. Da ist noch ein Einzelhelm. So. Da drüben beim roten Marker beim Häuschen ist er tot. Ja, sehen. Leider kein ausreichender Scope. Ja, das ist vielleicht der erst im Nordöstlich herumgeflogen ist, einsam und alleine. Das ist der bei meinem Compound. Hier ist eine SKS. Hier ist eine SKS. Ja, das sind mehrere Dudes, die laufen jetzt gerade rüber in meinen Compound. Die SKS hole ich mir. So. Die sollte man eigentlich rushen, weil die können nicht viel haben. Hast du Muni für die? Jetzt habe ich. Okay. Wo waren wir? Brasilianische Hacker, okay, gut, passt. Mhm. Das hat uns ein bisschen in unserem Lauf gestoppt, jedenfalls. Aber das Gute ist ja, Rebell war über 17 Jahre sonst nie wirklich weg. Ich habe den Typen dreimal erwischt mit der SKS und trotzdem ist er nicht umgefallen. Ja, und Georg hat abgestaubt, würde ich sagen. Tot? Was Besseres als ein Zweifachscope über? Oh, na. Jetzt sind sie eh gebumst. Ich winchestere noch. Wir müssen irgendwo da hinten in diesen Trümmern herumlaufen, Idiot. Sehe einen, ja. Marker. Zwei tot. Sofort? Hey, wenn man nichts hört, spielt man das Spiel viel offensiver und besser. Sofort tot? Ja, beide sofort tot. Nice so. Aber das waren ja mindestens alle? Drei Typen, what the fuck? Ja, hast du getan. Achso, das ist okay, das ist tatsächlich zwei Chancen. Nice. Ah, wo ist der Loot? Da war doch gerade noch irgendwo. Da ist neues Käse und auf Zeig und so weiter. Okay.
Und hinter uns sind übrigens zwei Drops runtergegangen. Im Westen. Nice. Auch nicht schlecht. Wir müssen uns holen, oder? Ja, die stehen da. Oh, ein Feld. Hört auch gerne an. Ja, du kannst. Noch keine vernünftige Knarre. Ja, ja, Holster, ich will eher die Ausrüstung. Ich nehme den weiteren, den markierten, nehme ich. Da ist auch noch Zeug. Was ist da für Waffe drin? M249. Bleib ich zwar fern, aber du kannst sicher. Ich nehm's aber. Konrad, soll ich dich erschießen? Nein, ich guck doch nur da kurz rein. Chill doch einfach mal. Wenn du was rausklaust. Nicht zu viel über das Spiel diskutieren jetzt. Das ist ein DBS dran. Ich brauche nichts von. Danke. Die M249 klaut schon jemand? Ja, will ich, ja. Okay, wir haben die Macht abgeschlossen. Genau. Wir haben unsere Macht auch in anderer Hinsicht dargestellt. Wir waren nämlich auch teilweise bei den Herstellern sehr angesehen. Die haben uns wirklich früh Zeug geschickt. Also ich kann mich erinnern, wir waren bei Gothic 2 Nacht des Raben. Das erste Magazin überhaupt, das ein Review hatte. Mhm. Auch wie hat er geheißen? The Fall, Last Days of Gaia. Stimmt, der Silver irgendwas. Silver Style, Carsten Strese, so ja, super nette Leute, die mit uns dann auch gut Kontakt haben. DTP mochte uns auch gerne. Ja. Der sich noch an DTP erinnert. Ja, der hauptsächlich Adventure published haben, lange Zeit. Ja. So, wie viel Heal habt ihr? Die mochten wir, weil wir Adventures mochten, und sie mochten uns, weil wir Adventures mochten. 10 Bandages. Ja. Ein First Aid, 10 Bandagen, 2 Energy Drinks. Okay, gut, dann sieht es ja bei uns allen gleich scheiße aus. Genau. Jedenfalls war Rebell lange Zeit nie, also es war eigentlich bis auf diesen Hackerangriff nie offline und auch nie ganz weg, aber es gab schon Zeiten, wo es ein bisschen weniger. Gar nicht. Eigentlich gab es Zeiten, wo gar nichts. Ja, vor allem ist dann viele von uns dann tatsächlich in nein! Situationen eingestiegen. Raus da! Ah. Das Schwert greift auf, Alter. Okay. Ja, ich. Ist egal. Ist schon gut, meine Herren. Wir brauchen nicht rumschreien hier im Podcast. Das ist der Tauchbunker fürs Protokoll. Der ist tief und weit. Vergnüget euch und labet euch. Ich habe jetzt den Faden verloren beim Gefühl. Alter, wo ist die eine Dings hingeflogen vorher? Die ist von dir abgeprallt, weil du quasi in meinen Wurf reingelaufen bist. Ja. Legst mal schon dich bitte rein, wie du wirfst nicht in die Tür. Ich habe immer noch Kaskop. Hier unten liegt ein Zweifach. Nimm's bitte mit. Ich kann nichts mehr tragen. Das ist schlecht. Ich möchte ein bisschen mehr Funkdisziplin in Richtung Podcast einmalen. Ja, wir spielen halt nebenbei, was erwartest du? Ja, aber es muss trotzdem der Podcast auch noch spannend bleiben. Ja, der Podcast bleibt auch spannend. Extended Army anyone? So, ich habe hab jetzt was gedroppt und habe dir das mitgenommen, okay? Dankeschön. Ihr werdet gesprengt. So. Ja, in den ersten Jahren war es ein großes Feature bei uns, das Forum. Wir haben jetzt hier auf Twitch schon der Podcast extrem viele Besucher gehabt. Extrem viele, und wir sind immer noch ein Community-Medium, also auch heute auf Twitch und so weiter. Wir freuen uns immer, wenn wer mit uns diskutiert, und wir haben einen Discord-Channel mit 150 Leuten oder so. Die Überreste vom Forum, die gurken da auch noch. Irgendwo ja, das haben wir jetzt irgendwann mal runtergenommen, weil es einfach nur mehr zugespammt wurde von irgendwelchen Bots. Aber damals, auch da waren wieder natürlich viele Freunde von uns aktiv, und das war eine ziemlich coole Zeit einfach, um mit Freunden, da gab es ja noch nicht so viel Social Media Zeug, da war das Forum ein bisschen auch so. Sigi, ich habe deinen Zweifachscope verloren. Okay, macht nix. So viel zum Thema Freunde, Konrad. Verliert Zweifachscope. Ja. Weil du gesagt hast, wir sind ein Community-Forum. Wir bekommen relativ viel Feedback zu unserem Podcast. Norden, tschüss auf mich. Das sind Dudes. Sofort gestorben. Keine Ahnung, der hat ja, glaube ich, einen ziemlichen Lag. Ich habe das Feedback, das wir erhalten wir seltsamerweise hauptsächlich direkt und nicht über öffentliche Diskussionswege, wie jetzt eben in Kommentaren auf dem Blog oder sozialen Medien. Es trudelt immer wieder Mail rein oder jemand spricht mich direkt darauf an. Hey, da ist einer vorne. Bist du tot? Sofort gestorben. Zweimal getaggt. Okay.
Das heißt, wenn ihr Feedback habt, lasst es uns tatsächlich wissen. Postet es auf YouTube, Facebook, Twitch, wie auch immer. Setzt einfach drunter, wenn euch irgendwas ärgert, wenn irgendwer einen Blödsinn labert. Brian, jemand, stop. Sorry. Nämlich nicht sich mit eurer Meinung deckt. Das habe ich eben letztens gehört, dass man im Podcast gerne hineinschreien möchte und ihr Wahnsinnigen, das stimmt so überhaupt nicht. Ja, so geht es mir meistens, wenn ich nicht dabei bin. Ja, genau. Sagt uns das, wir wollen mit euch diskutieren. Exakt. Da liegen so viele Leichen hier rum. Ja, lasst mir ein Dreifachskop oder so da. Ich habe nicht. Da ist ein Dreier, liegt jetzt hier. Okay, ich komme zu euch. Kann man das bitte dann für unser Podcast-Bild als Quote nehmen, da liegen so viele Leichen herum. Ja, das könnte man über alle anderen Online-Magazine sagen, die in der gleichen Zeit gegründet hier wurden. Hier liegt ein Dreier. Hey, übrigens, hier liegt ein Dreier. Bei uns gibt es so. Bei uns gibt es. Da ist ein Viererskop, Ich hole das Viererskop. Wo ist das Viererskop? Wo ich es markiere, bei dem da hinten. Weil es gab dann eine Zeit, und wir sind eigentlich in der Zeit gestartet, da gab es das geflügelte Wort Jarform vom Arndt Rüger geprägt, dem einen Gamigo-Chefredakteur damals, ich glaube Chef oder Vize-Chef, ja. Chef war er, glaube ich. Ja, Chef war ja leider. Jarform hat heute Just Another Fucking Online Magazine. So wurden wir auch am Anfang beschimpft, weil ja, das 200. Online-Magazin damals. Hat sich dann aber schnell geändert, als wir so ganz am Beginn schon mal Interviews mit Al Lowe, dem Larry-Erfinder und so hatten. Also gezeigt haben, dass wir es ernsthaft meinen, dass wir da nicht einfach nur Testmuster abstauben und billige Reviews schreiben wollen. Ne? Aber wir wurden schon echt lange Zeit belächelt. Ne? Das Interessante ist, vor allem aus dem deutschen Markt ist sehr, sehr viel Kritik gekommen, obwohl es im österreichischen Markt wieder schon relativ verbreitet waren zu diesem Zeitpunkt. Einfach gar nichts gab und wir schon länger am Markt waren als diese Hater, die da gesagt haben, ja, schon wieder ein neues Online-Magazin. Stimmt. Wobei die eigentlich Flüchtlinge waren. Auch der österreichischen Szene dürfen wir jetzt nicht ganz Unrecht geben. Es gab Gamers.at und Konsol.at. Das stimmt, Konsol.at gab es ja auch als Printmagazin eine Zeit lang, ne? Ich glaube, ja. Oder Primärprint, ne? Die waren ja eigentlich gar nicht so sehr online, sondern mehr Print. Ja, war halt damals eigentlich das kommerzielles Medium in Österreich, ne? Da ist ein Dude. Loot Goblin, Alter. Unfassbar. Loot Goblin ist hier. Eine gedownt. Oh, shit. Das war knapp für mich. Dude davon. Wo genau? Gelb im Haus. Aber ist da hinten, hinter dem Felsen. Die hatten immer alle ein bisschen anderen Zugang zu Game-Journalismus. Genockt. Ja, vor allem uns ist auch immer wieder wichtig gewesen, Dinge auszugraben und nicht einfach die neuen Hype-Titel anzuspielen oder auch eben Indie-Perlen anzuschauen. Angeschossen, da sind wir noch im Haus. Genau, Indies sind dann ein ganz großer Punkt bei uns geworden. Osten am Berg. Und das war halt eine Zeit, als es noch nicht so viele davon gab, als diese Szene noch nicht so geblüht hat, wie es heute ja tut. Heute gibt es echt viele, viele gute Indie-Games. Und wir haben damals noch viel suchen müssen, um die zu finden. Einer ist gekillt. Ja, den im Haus gibt es immer noch. Ja. In welchem Haus denn? Eben da. Ja, der läuft immer noch drin herum. So. Meiner ist gestorben. Ich glaube, das Team ist tot. Dann habe ich gefinisht. Dann ist nicht das Team tot. Da ist auch einer drin. Phase 4 kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde beschossen. Jetzt habe ich einen gefunden. So. Die wird irgendwo aus dem Nordwesten beschossen. Ja, weiß auch nicht. Bunker. Keine Ahnung, wo der ist. Muss irgendwo im Norden von mir sein. Da drin im Haus. Ja. Es gab ziemlich viele Anfeindungen. Man muss sagen, die Branche war damals ein bisschen vernetzt, auch so in Foren eben, in eigenen, wo man auch sehr viele nette Leute kennengelernt hat, so ist nicht. Gab auch einen Zusammenschluss von vielen kleinen Magazinen, die sich dann gegenseitig ein bisschen gepusht haben.
Halt da. Einer sofort tot im Haus. Es leben nur mehr 11 andere aus wie wir. Mhm, ich weiß. Drum, liebe Podcast-Hörer, nicht ganz verzagen. Der Grund, warum es vielleicht ein bisschen konzentrierter gerade abgeht. Über uns. Da hinten beim Stein. Ja, da rechts war einer, den habe ich angedenkt. Roter Marker. Direkt bei mir davor. Kommt ein Hügel rauf. Konrad. Einer genockt und gefinisht. Okay. Aber es gibt noch zwei. Sind beide dahinter. Rush. Links. Ist nur mehr einer. Meiner ist tot. Push den, gemeinsam pushen. Er ist bei mir. Conrad, push ihn. Und ein Chicken Dinner zum Geburtstag. Sehr schön. Yes! Und wer hat's gemacht? Ich! So viel zum Thema gemeinsam pushen. Das ist ein Wunder, dass wir das überhaupt bekommen haben. Über 7 Kill Game, okay, passt. Jetzt haben wir sehr lange nicht gesprochen. 3 Kills, Alter. Läuft! Es tut uns leid. Wir werden da bitte noch was rauscutten, helfen nach vielleicht. Georg. Ja, alles gut. Bin so überwältigt von diesem Erfolg, dass ich mich verschluckt habe. Ja, ja, klar. Daran wird es liegen. Wo waren wir? Der Phase nach dem brasilianischen Hacker. Na, das ist schon 20 Minuten her. Die wir verlacht wurden von deutschen Medien. Ja, genau, verlachte und eingeschworene Community. Genau, jedenfalls, genau, da gab es die eingeschworene Community von anderen Games-Magazinen, so ich erinnere mich an Duddle News zum Beispiel, Krawall hat damals auch mitgemacht, das war eines der größeren Magazine sogar, gibt es heute nicht mehr, von dem haben wir uns auch einiges abgeschaut am Start, muss man sagen. nicht zuletzt die zwei L am Schluss des Namens, Krawall und Rebell. Jedenfalls gab es da auch so ein Forum und man hat sich gegenseitig verlinkt und deswegen sind wir auch gewachsen, ne? Weil damals noch sowas wie eine Zusammenarbeit zwischen kleineren Magazinen und dem einen oder anderen großen gegeben hat, wo man sich gegenseitig gepusht hat und verstanden hat, dass im Internet alle wachsen können, ohne dass einer leiden muss. Was auch ganz interessant war, besonders am deutschen Markt, ist mir eben als Österreicher entweder belächelt worden als quasi ihrer Schluchtenscheiße, ihr habt ja keine Ahnung vom Tuten und Blasen in eurem kleinen Land. Und auf der anderen Seite gab es eben tatsächlich Magazine wie jetzt Krawall oder Working Title später oder ähnliches, wo die Leute eben nett waren und einfach diese Grenzen nichts gesehen haben. Und cool, kannst du mal readyen, bitte? Yes, I do. Gib mir noch ein bisschen Zeit zum Quatschen. Wir quatschen auch während des Spiels. Also ich war jetzt nicht so angetan davon, dass wir jetzt 5 Minuten nichts gesagt haben. Dieses Zusammensein. Also wir haben in unseren Anfängen eben mit Indie-Titeln angefangen, das heißt hauptsächlich PC-Gaming. Später haben wir dann mit Konsolen einige Sparten gehabt. Es gab Leute, die eben relativ viel Konsolentitel gespielt haben. Mittlerweile ist es, was Konsolen angeht, bei uns eher ein bisschen nüchterner. Ja, ihr spielt ja nichts. Weißt du, ich bin hier derjenige, der die Playser hat, die Switch und so weiter. Ich will immer was spielen, gerade von den großen exklusiven Sony-Dingern. Und dann ist wieder keiner dabei. Ja, ich habe keine PlayStation. Ich habe Switch. Ich habe eine Switch und eine Xbox, aber keine PlayStation. Und einen. Ja, und selber schuld. Die PlayStation hat Quest. Die besten Exklusivtitel, die du aktuell kriegen kannst. Ja, das wäre aber ziemlich wurscht. Wieso? Weil ich die meisten davon. Wie kann einem das wurscht sein? Naja, die meisten davon mag ich nicht und die kosten. Wie kann denn The Last of Us 2 wurscht sein? Das, dafür packe ich mir. The Last of Us habe ich mir auch beim letzten Mal eine Konsole bei einem Freund ausgepackt, habe es gespielt. Das mache ich bei einem Titel pro Jahr für die PlayStation, weil den will ich wirklich spielen und die anderen sind mir einfach scheißegal. Wobei der konsolenexklusiven Titel geht vielleicht eh vorbei, weil ich glaube, für die Xbox soll es ja von Microsoft zumindest keine Exklusivtitel mehr geben. Ja, Das hoffen wir alle. Ich habe letztens Feedback von einem langjährigen Hörer von uns bekommen, dass wir immer zu kritisch ins Gericht gehen mit Konsolenspielern und auf den Consoleros herumhacken und die Master Race zu viel raushängen lassen. Aber wenn wir halt die Master Race sind, ich meine.
Das Gerät wollen eigentlich alle gemeinsam spielen und Konsolenhersteller sind halt einfach in der Vergangenheit darauf bedacht gewesen, mit Exklusivtiteln eine gewisse Kluft hineinzutreiben. Irgendwelche Typen, die über mir kreisen wie verfickte Geier. Bitte rauspiepen. Ja. Das hat nichts mit Kluft zu tun, das hat einfach was damit zu tun, wie was sie ihre Konsolen verkaufen wollen. Ja, aber das ist nicht so schwer zu verstehen. Eine Kluft hat grundsätzlich auch damit zu tun, dass ein Fluss dort halt fließen wollte. Und dann ist halt am Schluss eine Schlucht übrig. Aber, Tom, keiner macht den Scheiß auf. Ja, sicher. Natürlich erwischt er mich. Kannst du denn jetzt schon wieder tot sein? Weil er das abgedreht hat. Weil Leute bei mir gelandet sind nach mir. Weil er ein Lutscher ist. Oh mein Gott, unfassbar. Ich hatte früher Waffen als die, aber unter vielen Gründen kannst du jemanden unstrayen mit der Sky-L und dann schießt er mit der Mini 14 schneller. Also. Nichts daraus gemacht, so wie immer. Vielleicht sollten wir trotzdem weiter besprechen, was wir besprochen haben. Na? Naja, also, es ist einfach inzwischen so, dass das Internet hat sich ja wahnsinnig gewandelt. Ja? Es ist ja nicht mehr das Internet, wo jeder, also prinzipiell kann jeder noch machen, was er möchte. Allerdings ist es so, das macht man, wenn man nicht auf den großen sozialen Netzwerken unterwegs ist, sehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und heutzutage ist es eigentlich so, also früher war ja eine Webseite unfassbar wichtig, ja, einfach so als Aushängeschild und um findbar zu sein. Mittlerweile ist es eigentlich mehr oder weniger so ein Luxus, den man sich noch gönnt, dass man sowas überhaupt noch hat. Ja, es hat irgendwann angefangen, dass es extrem schwer war, Leute halt von Facebook auf deine Seite zu kriegen. Die Typen gehen übrigens links auf den Bunker rauf. Und Facebook und so weiter, die haben einfach das freie Web bis zu einem gewissen Punkt zerstört, muss man sagen. Ja. Das ist aber eben nicht nur soziale Netzwerke, sondern auch geschlossene Spielnetzwerke. Ob du jetzt PSN oder Xbox Live oder Steam oder Origin hast, du hast halt lauter so Inselsysteme, die wir irgendwie versuchen zu binden. Ja. Da ist einer dahinter. Genockt. Wo ist der Konrad eigentlich? Ich suche gerade. Es läuft ja zu dir rauf. Ja, zu mir. Ich wäre von einem Typen vom Osten mit Winchester beschossen. Schaut nicht gut aus. Ja, also mit Rebell hat sich auch das Web geändert. Darum hat sich auch Rebell daran geändert. Ne? Wir waren eine Newsseite, dann sind wir ein Blog geworden, dann sind wir ein Podcast gewesen und jetzt twitchen wir auch viel. Und wir haben es eigentlich, es war immer ein Hobby. Rebell war ja nie Geld. Das stimmt. Und es ist natürlich nicht schwer, Menschen auch zu motivieren, dabei zu bleiben, wenn es einfach keinen monetären Ausgleich dafür gibt. Ja. Das darf man alles nicht vergessen. Ne? Also wenn mal weil wieder irgendwie ein Podcast nicht kommt oder irgendwas Versprochenes nicht gestreamt wird, dann liegt es einfach daran, dass wir nebenbei auch noch mit unserem Scheiß Geld verdienen müssen. Ja, apropos Leute, die mitmachen. Osten beim... Ja, ich komme. Bunker. Ich hab nichts zum Heilen, leider. Ich hab eine Bandage. Einer ist tot, sofort tot. Nice. Ihr solltet da jetzt mehr oder weniger safe sein. Ja. Also wir haben damit nie wirklich Geld gemacht. Es gab mal ein paar Werbeeinschaltungen, da haben wir die Server dann zum Teil abgedeckt damit. Aber vieles, also es war immer ein Liebhaberprojekt von uns. Und ist es immer noch. Ja. Genau. Aber wenn irgendjemand uns mit viel Werbung zuscheißen möchte für den Podcast, hey, es soll jetzt auch Schlimmeres passieren, gell? Genau. Also wir sind tendenziell korrupt. Ja, aber in erster Linie sind wir... Ich glaube, du hast deine Smoke Grenade gezogen. Was zur Hölle, Alter? Jetzt hast du einen Molotow gezogen. Einfach Mauswheel-Waffe wechseln und steckst es wieder weg. Ja, ich hab's gerade versucht. Achtung! Sure, jetzt wo du eigentlich tot bist im Game, könntest du ja die... Kannst du mir bitte die Bandages nicht klauen? Ich schau gerade, ich fasse die Null Health und ich sage, ich hab nichts zu heilen, der klaut. Könntest du die Diskussion trotzdem ein bisschen vorantreiben, quasi. Ich hab alle Bandages bekommen, die ich ungefähr habe. Den lasse ich versuch gerade einzuordnen, wo wir uns auf der Zeitlinie befunden, aber du hast jetzt sehr weit vorgegriffen. Ja, wir befinden uns irgendwo in der Mitte.
Wir sind alle Gamer. Genau. Dann waren wir ein Podcast und jetzt twitchen wir so viel. Was soll das letzte? Ja, was bringt uns denn die Zukunft? Naja, wir werden den Podcast weiter betreiben, gehe ich mal davon aus. Wir werden weiter streamen, so gut es halt geht. Ne? Aber wann werden wir reich und berühmt? Westen tut. Scheiße! Okay. Auch wenn wir manchmal so wirken, als wären wir Mitglieder der PC Master Race, wir haben doch mehrere Leute, die Konsolen besitzen und auch damit spielen. Für meinen Teil, ich bin jetzt nicht der Freund von Konsolen, weil es Konsolen sind, sondern weil mich das Gaming-Ökosystem anzipft. Und mich zipft genauso Origin oder Uplay oder Epic an, weil ich einfach ein zentrales Ding haben möchte, auf dem ich spiele. Und jedes Mal, wenn ich einen Store installiere oder jetzt eine Konsole kaufen muss, stirbt ein kleiner Teil von dir. Dann stirbt ein kleiner Teil von mir, weil mir das einfach nervt. Jetzt rein das Gesamtpaket. Ich würde problemlos eine Xbox Series X kaufen, wenn ich keinen PC hätte und ich dort mit Tastatur und Maus spielen könnte. Ich kann einfach mit einem Gamepad nicht spielen. Das hat das aber jetzt prinzipiell nichts mit Konsole zu tun. Für deine weirde Game-Sozialisation kann ja erstmal keiner. Ah, spielst du PUBG mit Gamepad? Das wird einiges erklären. Nee, aber was hat. Ey, sorry, aber das ist doch. Oh. Das Argument ist doch komplett für die Tonne. Also bitte. Nö. Das ist ja Kronenzeitungsniveau, was du jetzt hier gerade auspackst. Ah, du weißt, was die Kronenzeitung ist. Nein, das ist tatsächlich nicht Kronenzeitungsniveau. Ich spiele mit einem Gamepad gerne, aber Spiele, die für Gamepads gut geeignet sind. Nur ich kann Shooter. Ja, aber dann sag doch bitte nicht, dass du mit einem Gamepad nicht spielen kannst. Dann sag doch bitte, dass du Shooter mit einem Gamepad nicht spielen kannst. Ja, ich spiele 90% der Spiele, die ich spiele, mit Tastatur und Maus und ungefähr 10% mit Gamepad. Und wenn ich auf einer Konsole als primäres Eingabegerät ein Gamepad habe und nicht mal die Möglichkeit habe, eine Tastatur anzuschließen, was sich mittlerweile geändert hat, dann ist dieses Argument einfach ein Nullargument. Auf das wollte ich hinaus. Das, was mich daran abhält, eine Konsole zu kaufen, ist, wenn man einfach anzipft, dass mir irgendjemand aufzwingen möchte, dass ich die Spiele in einem separaten Store kaufe und dann wieder woanders meine Dinge hinbinde und nicht woanders spielen kann. Ja, da verdient sie Microsoft einfach recht große Pluspunkte momentan mit ihrer Policy. Hey, wenn du dein Spiel hast, kannst du es künftig auf Konsole und auf PC spielen. Okay, aber wir kommen vom Thema ein bisschen weit weg. Wir sind jetzt bei PC versus Konsolen angelangt, statt bei 17 Jahre Rebell. Du hast recht. Apropos 17 Jahre Rebell, da gab es ja, wie gesagt, vorher schon viele Leute, die uns mitgeholfen haben. Und einen habe ich vor ein paar Tagen wieder getroffen. Indirekt getroffen, mehr oder weniger. Ich habe mein Testmuster angefragt bei einem Games-Publisher für einen der zukünftigen Podcasts von uns, sage jetzt nicht, was das war. Und plötzlich schreibt er so zurück, hey, ihr zwei, ich habe euch jetzt mal gemeinsam in eine Mail genommen. Hier ist der Key, wir haben da nur einen. Da bin ich drauf gekommen, dass noch Leute, dass der Julian Pohl, der bei uns oft mitgespielt hat, geschrieben hat, der wollte uns einen Gefallen tun und uns überraschen und ein neues Review schreiben und hat um das Testmuster angefangen. Ich glaube, der war seit 10 Jahren nicht mehr wirklich mit an Bord, aber fühlt sich uns offenbar immer noch verbunden. Ja, der hatte unter Anführungszeichen dasselbe Problem wie ich und hat sich vermehrt. Yes. Und Nachwuchs kostet Zeit und bis man da wieder in einem halbwegs normalen Lebensrhythmus ist und dann Zeit zum Gamen findet und noch dazu zusätzlich die Zeit findet, um Reviews zu schreiben und Spiele auch zu testen und nicht nur einfach ein anderes Review abzuschreiben, wie viele ja machen. Das ist verständlich, dass man da sich einige Jahre Abstinenz gönnt. Das war bei mir auch nicht anders. Die war ja auch lange Zeit verschwunden, bis ich dann wieder die Zeit gefunden habe. Ja, jedenfalls Shoutout an Julian, falls er zuhört. Kannst du gerne wieder probieren, sag's uns vielleicht vorher, dann sind weniger. What the fucks? Ja. What the fuck kommt da dabei? So nach 10 Jahren plötzlich. Ist bei euch eigentlich Dudes runtergekommen? Ich habe nichts nicht geschaut, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe bei mir niemanden gesehen. Beziehungsweise, wenn andere Leute zuhören, die vielleicht sich auch gerne mal am Schreiben versuchen würden, natürlich ebenfalls gerne willkommen, also einfach melden, mal reinschneiden. Muss auch gar nicht schreiben sein, also man kann jederzeit auch bei uns in den Podcast reinschneiden, über ein Spiel sprechen, das haben teilweise auch Leute gemacht, ich erinnere mich an den Tom Weilhatter, der seine Telltale Games immer wieder bei uns besprochen hat, oder der Stefan Schett, der seine E-Sport-Sachen mit uns bespricht. Also gerne hier mitreden, mit Daniel Koller vom Standard, der leider keine Zeit mehr hat, der
auch mal mit uns gepodcastet hat. Georg Mayer auch. Also haben echt viele Leute hier mitgeholfen. Alle hier nennen ist völlig unmöglich und sorry für alle, die mir jetzt hier nicht danken für die Teilnahme an 17. Ah, hier ist jemand! Nein. Vielen Dank für die Info. Nö, ist keiner bei uns mit runtergekommen. Alter, ey. Unfassbar. So, du hast genauso wenig gewusst wie wir, offenbar. Aber Sigi ist noch in der Nähe, oder? Ja. Ich bin direkt vor der Tür. Ich sehe niemanden leider von meiner Position aus, aber ich versuche sie zu wechseln. Er ist da dran. Das hätte ich dir auch sagen können. Ruhe. Alle, die uns sonst nie zuhören oder beim Spielen zuschauen, das ist ein sehr freundlicher Umgangston heute. Der ist offensichtlich schneller als ich. Ich bin dafür, wir gehen ja jetzt alle nacheinander rein und sterben einfach nacheinander. Georg ist schon am Weg. Oh. Das ist irgendwer von irgendwo auf mich geschossen. Von hier drüben. Ich schaue, dass ich im Lauf. Wir waren ja gerade bei dem Mithilfe-Thema. So gut helfen wir uns gegenseitig. What the fuck? Das ist scheiße, ohne Sound zu spielen, echt. Mir geht's genauso. Der Typ war die ganze Zeit in meinem Compound, die habe ich nicht gehört. Also. Wir haben jetzt genockt. So, da ist noch einer oben. Ja, das weiß ich. Ah, Schul ist als einziger noch am Leben. Na gut. Er ist der beste Spieler von uns allen. Genau, er ist der beste Spieler von uns allen und er hat noch 2 Minuten. Ja, was kann man noch sagen? Also, sollte uns jetzt irgendein Industrieveteran zuhören und das Bedürfnis haben, sich zu äußern, zu, keine Ahnung, Produktionsprozessen, Pitchen, irgendwas, ist ja auch herzlich eingeladen, an unserem Podcast zu partizipieren. Sorry. Das war aber auch echt unbekannt. Das Schwan hat es noch schlechter gemacht, als ich. Bei mir hätten wir drüber reden können, dass das ein bisschen sich ausgehen hätte können. Ich habe ihn rechts hinter der Tür vermutet. Ja, also für alle, die das jetzt nicht sehen können, Herr Georg Pichler hat exakt denselben Move gemacht wie ich, nur vorher keine Granate verwendet und einfach nicht reagiert und nicht geschossen. So. Sorry. Konrad wollte gerade Leute dazu anhauen, dass sie zu uns irgendwas machen. Für uns. Genau. Also, wir führen auch gerne. Ich habe zumindest jemand genockt vorher. Ein bisschen mehr Disziplin schon. Ja. Keine Ahnung. Gerne auch kleine Entwickler. Ich troll ja nicht so herum wie das Sigi. Freelancer. Und vielleicht auch über so Themen wie vereinbar ich Job und Beruf. Job und Beruf. Tell us, please. Also Work-Life-Balance und so. Ja, und natürlich, wenn die alte Crew dabei ist. Also, weil ich habe immer noch, ich bin ja selber Freiberufler und ich weiß, wie anstrengend das manchmal ist, wenn man eine Phase hat, wo es nicht so läuft und man sich dann komplett selbst hinterfragt. Und in so einer, ich bearbeite zum Glück in einer Branche, wo ich ein relativ ordentliches Einkommen erziele und deswegen mir einen Puffer aufbauen kann. Aber man hört ja ganz oft, dass in der Spielindustrie das Salär nicht so üppig ausfällt. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie man sich mit einem etwas kleineren Salär zum Beispiel einen Puffer aufbaut, um mal saure Gurkenphasen zu überbrücken. Ja, kleinere Indie-Gamer. Leute, die einfach in der Game Development arbeiten. Dann können wir gerne noch ein bisschen mehr machen. Ja, apropos, wie wir arbeiten, weil es um Indie-Developer geht. Wir fragen relativ viele Muster an, auch zu Indie-Spielen, die jetzt einfach mal interessant wirken. Und wir spielen sie dann auch und podcasten dann aber nicht darüber. Das sind dann entweder Spiele, wo wir einfach glauben, es ist besser, wenn man nichts darüber sagt. Wie hieß dieser Shooter noch einmal? Wurscht. Es gibt da einige Spiele, die spielen wir, wo wir dann denken, okay, das wäre zwar interessant, darüber zu reden, aber so gut ist es jetzt auch wieder nicht. Oder es gibt Spiele, die sind dann wirklich schlecht und anstatt, dass man jetzt irgendwas verreißt, lassen wir es dann lieber. Ja, das kommt darauf an, wenn das Spiel relevant ist und die Gefahr besteht, dass Leute das kaufen, dann muss man es natürlich reviewen, aber wenn es einfach keiner kennt, dann bringt es nichts drüber, einen Verriss zu machen. Ne? Platoon. Ja, naja, oder ja, einfach schlicht und ergreifend, wenn es nicht interessant ist. Ne? Ja. Wenn du das spielst und denkst so, oh Gott, ey, ich schlafe ja schon beim Spielen ein, nicht weil es schlecht ist, sondern einfach, weil man es schon 100 Mal gesehen hat. Dann kann es halt auch passieren, dass wir darüber einfach nicht podcasten. Wir können da ja die Klammer ziehen, weil es liegt einfach daran, dass wir auch wir nicht so wahnsinnig viel Zeit haben. Jeder von uns hat einen Job nebenbei. Das ist auch der Grund, warum jetzt unser Podcast nicht mehr wöchentlich, sondern 2-wöchentlich erscheint, weil einfach die Zeit fehlt. Schuld, weil das sind viele Leute, dreh ab.
Und dann muss man halt ein bisschen auswählen und muss halt schauen, was ist es wert, dass man so viel Energie da rein investiert. Weil wir wollen die Spiele richtig spielen und nicht nur 10 Minuten reinschauen, dann eben, wie schon gesagt, der Review abschreiben, dass, wenn es gemacht wird, dann ordentlich. Ja, wobei ich behaupte, ich kann nach 5 Stunden schon. Ja, 5 Stunden. Schau da durchschnittliche Reviews an von Spielen in großen Medien. Da glaubst du eher, dass die Leute so eine halbe Stunde reinschauen, das Ding mal starten und dann etwas drüber schreiben. Naja, aber wenn du nach einer halben Stunde weißt. Ich würde vom Bunker aus beschossen. Finde ich, ist das vollkommen legitim. Bin halt nicht so. Ja, außerdem, was es halt auch ist, man muss halt dann erstens das für sich selbst. Damit irgendjemand hier Covering Fire geben, das wäre sehr nett. Damit man. Ich weiß nicht, wo die sind. Die sind entweder von meinem Compound oder vom Bunker aus. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich versuche zum Turm zu gelangen. Wahrscheinlich von meinem Compound aus. So, dann darfst du jetzt weiterreden, weil du hast mich jetzt dreimal unterbrochen, jetzt habe ich den Faden verloren. Sure? Bei mir ist das jemand. Damit was du gemeint. Bei mir ist jemand. I'm dead. Shit. So. Ja, also Spiele ordentlich anzuschauen ist uns wichtig. Also jetzt auch, was natürlich dazu kommt, wir spielen relativ viel PUBG, wie viele schon mitbekommen haben, was auch immer wieder Thema in unserem Podcast ist, und das frisst natürlich auch Zeit, weil man dann irgendwo dann teilweise eben nach der Arbeit oder wenn man eben dann zu Hause ist, einfach mal entspannt spielen möchte mit seinen Homies und nicht jetzt irgendein neues Spiel ausprobieren möchte und sich da reinarbeitet. Und das führt nicht dann dazu, dass man eben einfach weniger Zeit hat. Wenn man jetzt wirklich ein Commitment hat, dass man immer neue Spiele ausprobiert, dann würde sich auch eine höhere Frequenz. Nein, wir probieren es schon aus. Das Problem ist halt einfach, du musst Zeit investieren und der Podcast erscheint auch alle 2 Wochen. Das heißt, wir wollen nicht jeden Mist featuren. Der soll schon eine Auswahl der besseren Spiele sein. Das sind übrigens 2 Squads unten, glaube ich. Nice. Nein, doch nicht. Nur eines. Ja, meine Herren. Okay, so, ich habe jetzt eine SKS, ich komme zu euch. Einer genockt. Wo sind die? Einer ist im rechten Haus. Ich habe wieder fast keinen Herz. Also Jalila, ja? Ja. Ich hasse das. Ja, das ist ein ganzes Squad. Shit. Ja, ich habe schon 2 gedownt. Ja, sind alle wieder da natürlich. Alle wieder am Leben. Ich war auf dem Weg hin, dann bin ich random von hinten mit einer Mini 14 umgeschossen worden. Ist doch wurscht. Quatsch, 2. Wieder. Die sind alle da drinnen. Genau, ja, also das, ja. Das Zeitproblem ist halt tatsächlich real, weil wenn man irgendwie eben. Man kann im Endeffekt. Kann man den Podcast auch so ein bisschen als Best-of unseres Spieleralltags sehen, ja? Also meistens wir werden so natürlich schon versuchen, möglichst darüber zu berichten, was für uns auch erwähnenswert ist. Und also was man nicht vergessen darf, wir greifen ja auch immer wieder Themen abseits von einzelnen Spielen auf. Wir haben auch schon über Serien bestimmte geredet. Wir haben auch schon allgemeine Themen gehabt. Also wir keine Ahnung, auf welche Spiele freuen wir uns, was war damals besser, was ist heute scheiße. Und was man so hört, kommen diese Folgen recht gut an, auch wenn wir what the fuck nicht über einzelne Spiele reden. Ja, also was die Leute weniger interessiert, was ich auch so als Feedback immer wieder bekomme, ist, dass eben diese allgemeinen Themenfolgen relativ gut ankommen. Das sieht man an unseren Hörerzahlen. Diese wieder aufgeflammte Killerspiel-Debatte war zum Beispiel eine sehr, sehr gut gehörte Podcast-Episode, weil das einfach ein emotionales Thema in der Spielerschaft ist. Ich glaube, selbst unsere Folge über Tastaturmythen ist recht gut gegangen. Mhm. Die ist auch sehr, sehr gut angekommen, weil einfach manche Leute diese 0815 YouTuber, die Dinge zeigen, leid sind. Du hast am Anfang dein Intro mit und das ist ganz gesponsert von VPN-Anbieter deiner Wahl und dann geht's los, dann gibt's wieder irgendwelche Sequenzen, wo dir Bilder gezeigt werden, irgendwelche B-Rolls, die im Hintergrund rennen, wo einfach nichtssagend etwas erzählt wird und was du dann letztlich tun sollst, ist irgendwie nicht
relevant. Das heißt, es gibt auch noch immer, es gibt auch 2020 noch Bedarf für ein rebellisches Medium, das einfach Dinge anders macht. Genau. Ja. Naja, es ist ja, Podcasts sind ja sowieso immer noch am Boom. Ja. So, mittlerweile hat natürlich irgendwie schon die Katze vom Podcaster einen eigenen Podcast, wo sie 3 Stunden miaut und alle finden es geil. Natürlich die Frage, wie lange das anhält, aber es ist halt, Podcast ist halt einfach in unserer Zeit ein ideales Medium, das muss man einfach so sagen, weil man das nebenbei konsumieren kann, und nebenbei konsumieren ist halt so eine absolute Stärke dieses Formats. Mich würde interessieren, wie die Leute dieses Podcast-Format finden. Also wenn ihr das jetzt als Podcast hört und noch immer dabei seid, dann sagt uns doch, ob ihr es cool findet, dann machen wir das vielleicht öfter, dass wir so neben dem Gaming auch ein bisschen Podcast-mäßig quatschen. Wenn nicht, sagt es uns bitte auch, dann machen wir es nicht mehr. Ja. Vor allem, was es wirklich brennend interessiert, welche Themen euch interessieren, worüber wir sprechen sollen, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches, ja. Das ist natürlich immer wieder gerne gehört. Ja. Wie der Georg angesprochen hat, diese Tastaturen-Problematik, die ist daraus entstanden, weil wir irgendwo im Standardforum, der Georg arbeitet ja beim Standard als Redakteur, eine Diskussion gefunden haben, wo einfach Spieler sich absolut nicht sicher waren, wie jetzt Tastaturen eigentlich funktionieren. Da ging es jetzt nicht primär um Gaming-Tastaturen, sondern um die Apple-Notebook-Tastaturen. Und die Vor- und Nachteile, bei mir kommt ja. Und wir haben die geballte Kompetenz. Und auf Basis dessen haben wir da einfach ein paar Dinge gekühlt. Weil wir haben alle mehrere Jahre bei einem großen Tastaturhersteller gearbeitet. Na, aber ja, das eher weniger. Ah, ich hab's den Ansatz verpasst. Kompetenz war natürlich unser ehemaliger Slogan. Ja, jetzt haben wir seit vielen, vielen Jahren den nur 0,9% Fett, was... Den ich nicht verstehe bis heute ganz. Ja, denn keiner bis heute versteht, der hat sie eben daraus irgendwo... Naja, das ist wie das Redesign, da wo wir damals auf Frames gegangen sind. Das hat bis auf Tomo auch keiner verstanden. Ja. Nein. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Wenn ich es richtig im Kopf habe, war da der Hintergrund dieses Slogans irgendwie, dass wir auf das ganze Beiwerk verzichten und keinen Blabla machen. Kompetenz war, glaube ich, einfach lustig. Es war Kompetenz nur mit O geschrieben, also wie die Potenz, weil wir ja noch ein bisschen Teenager waren. Das war einfach lustig gemeint. Ich verstehe das mit dem Wahn gerade nicht so. Aber die 0,9% Fett hat ebenfalls keiner verstanden. Das war aber deine Idee. Genau. Ja, weil du jetzt gerade das Redesign angesprochen hast. Verdammt, ich dachte, den angekündigt hast. Ja, ich meine ganz ehrlich, den haben wir ganz am Anfang angeteasert. Genau, du wolltest jetzt dieser Bullet dodgen. Ja, also es war ein Jahr, da lief es für Tomo einfach viel zu gut. Und da dachte er so, wie können wir unsere restlichen, keine Ahnung, 20, 30 regelmäßigen Hörer auch noch vergraulen. Das waren Leser damals. Leser damals noch vergraulen. Wir machen einfach ein Redesign, was unsere Webseite von der Usability und von der Aufmachung her ins Jahr 1996 zurückkatapultiert. Ach du Scheiße. Ach, warum sagt mir denn keiner was? Weil das wir nicht beobachten können. Da drüben sind Duden, die wollten gerade nach Jamila rennen. Naja, egal. Nee, jetzt erzähl ich weiter, du musst spielen. Und kam auf die Idee, es wäre doch toll, einen Redesign auf Frames-Basis rauszubringen, wo die Seite auf einmal aussah, als ob man sie A, zu heiß geschleudert hätte und B, sah sie unfassbar kleinteilig und hässlich aus und war auch schlecht zu benutzen. Also zentriert in der Mitte des Bildschirms. Ja, ganz grausam. Mit einem kleinen winzigen Fenster zum Scrollen. Also ganz grausam. Und alle waren dagegen. Ich habe damals sogar Redesign-Entwürfe im Forum gepostet, was mich mehrere Stunden in Photoshop gekostet hat. Aber Herr Schaffer war unbeirrt in dem Glauben, ist über die Mauer gelaufen. Dass das Redesign uns in komplett neue Sphären katapultiert. Ich sage jetzt mal gar nicht, rechtfertige es jetzt richtig gar nicht, was ja alles passiert ist. Man muss ein bisschen, eine Sache würde ich schon ganz gern differenzieren. Dieses Design habe ich nicht gebaut, weil ich es nicht konnte, sondern das ist schon durch die Redaktion lange Zeit. Also diese Einsprüche kann man erst sehr spät, sagen wir es mal so. Du hast es auch erst sehr spät gezeigt. Nee, der Sigi hat es gebaut, also der alleine, der musste es schon vorher kennen. Ja, ich habe gelitten, wirklich. Nee. Also mir hast du das 2 Wochen vor Release oder so gezeigt. Nee, das war doch auch so. Doch, und da hab ich schon gesagt, so pass mal auf, das ist komplett für den Arsch. Da hab ich dann auch, glaube ich, kurzzeitig aufgehört, ne?
Weiß ich nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Nächster ja, die Idee war, das Ding ein bisschen besser aussehen zu lassen, nicht so wie die typische 015 Webseite. Der ist ja in die Hose gegangen, darum hinten ja eh nicht mehr diskutiert. Aber ja, es ging voll in die Hose. Es hat da natürlich auch gerne jeder gesagt, das war alles der Schaffer. Natürlich war alles der Schaffer. Ich habe zu diesem Zeitpunkt, entweder habe ich schon in der Webbranche gearbeitet oder ich war kurz davor, dahin zu wechseln, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber es war sonnenklar, dass das Ding nicht funktioniert. Tot. Ich bin da. Zum Aufheben. So, ja. Ist damals in die Hose gegangen. Ja, wirklich in die Hose gegangen. Genau, und was gab's? So revolutionär denn? Seiner Zeit voraus. So wie ein Website. Warst du alle seiner Zeit voraus? Ja. Das war. Nein. Nein. Tomo, das. Sorry, aber wenn ich jetzt ein Bild quasi posten würde im Livestream, ich habe jetzt keine Zuschauer, ne, aber ich glaube, Amnesty International wird anrufen. Ich kram mir diese Designs raus, ich habe die irgendwo, dieses Nostalgiker-Design mit dem Rebell-Logo, wo in dieser Rebell-R-Schrift das Wort Nostalgiker steht. Ich habe auch dieses zentrierte Design, das war, glaube ich, Rebell 4 oder wie auch immer. Das ist richtig grausam, das ist wirklich... Man muss auch dazu sagen, dass das Rebell-Design vorher auch keine Ausgeburt der Schönheit war, aber es war wenigstens nutzbar. Ja, das war so dieser Magazin-Stil, den man da hatte. Links und rechts einen dünnen Sidebar. Da hat es ja so Frameworks gegeben wie PHP Nuke oder ähnliches, die damals sehr, sehr populär waren. Oh Gott, hör mir damit auf. Ich habe einmal versucht, eine Seite... Das sind Dudes beim Bunker hinten oben. Mit PHP Nuke zu bauen und das Ding hat irgendwann 2 Minuten zum Laden gebraucht. Weil irgendein Plugin sich immer aufgehangen hat und dann in so einer Schleife rotiert hat und dann irgendwann konnte es dann mal laden. Das war so ein schlimmes CMS. Unfassbar. Ja. Es sind 2 Leute im Nordosten oben. Aber das ist der allerhöchste Sigi-Bahn gewesen. Sterbe. Ich sterbe. Es muss extrem schnell gehen, gleich. Ach. Sorry. Okay. Aber warum ging das auf einmal bei dir so schnell? Egal. Weiter Nock. Achso, naja. Genau, das große Leiden nach dem Relaunch. Genau, und danach ging es eigentlich nie mehr so richtig voran. Ne? Also man muss ja irgendwie irgendwann... Also ich habe ja eine Zeit lang gar nicht gespielt. Ich glaube von 2009 bis 2011, 12 oder so habe ich... Oder 2008 bis 2012, irgendwie so 4 Jahre lang... hatte ich, glaube ich, eine Xbox 360 und habe in der Zeit vielleicht die Konsole 4-mal angehabt oder so. Da habe ich auch für Rebell, glaube ich, gar nichts mehr gemacht. Ne? Wann bin ich wieder zu Rebell gekommen? Ich glaube, relativ spät. Ich glaube, ich habe 9 Jahre oder so für Rebell eigentlich. Na, 9 Jahre geht sich nicht das, aber keine Ahnung. Ja, aber sehr lange habe ich keinen Content dafür geliefert, weil ich auch einfach andere Sachen zu tun hatte. Ja, und das ist auch übrigens auch einer der Hintergedanken für dieses Redesign, oder einer der bei dem gewesen damals, weil abgesehen davon, dass es grauenvoll ausgeschaut hat und technisch nicht funktioniert hat, sagen wir so, war einer der Hintergedanken ja auch, dass wir wegkommen von diesem Format, wo man für alles extrem viel schreiben muss und einfach ganz kurze Meldungen rausbringen kann, so ein bisschen mehr Blues-News-mäßig. Anna genockt. Nice. Ja, und der Podcast ist einfach deutlich einfacher, weil man eben nicht schreiben muss, kein Lektorat notwendig ist. Ja, ist ein schöner thematischer Sprung über 70 Jahre jetzt, denn du da, ich weiß, für dich als Dinosaurier ist das kurz, aber da war schon viel dazwischen. Jedenfalls war das damals einer der Gedanken, weil wir alle immer weniger Zeit hatten. Nein, wir sind halt erwachsen geworden. Leider, muss man dazu sagen. Ja, wir geben eh unser Bestes, um das nicht, na, wir sind nicht alle merken zu lassen. Männer. Das ja. Spielzeug ändert sich, aber Männer bleiben Kinder. Nein. Und so ging es ja vielen. Also ein Haufen Leute haben sich dann immer wieder abgemeldet und so. Das war ja für mich als Chefredakteur einer der frustrierendsten Erfahrungen immer wieder, dass Leute sich einer halt... Einer ist tot. Der andere ja, Anna hängt noch über mir. Nicht mehr. Ach stimmt, ich hatte ja auch eine Zeit lang noch meinen eigenen Gaming-Blog. Aufhörten ja, sich zu beteiligen. Textur-Matsch hieß der, oder? Ja. Bitte? Textur-Matsch hieß der. Genau, ja, den hatte ich ja auch irgendwie, keine Ahnung, 3 Jahre... Und das lief ja auch relativ suboptimal vom Erfolg her. Nice. Ja, ich habe dir, glaube ich, 3 Jahre lang gesagt, Alter, was machst du da? Hilf bei uns mit. Du warst unbeirrbar, du wolltest unbedingt deinen eigenen Blog etablieren. Nee, ich hatte irgendwann mal so 3-4 Artikel, die hatten so... Den oben gibt's doch. 400-500 Abrufe am Tag und dann dachte ich, jetzt geht's los. Und dann war das aber wieder irgendwie nur, weil irgendein Foto bei Google high gerankt wurde oder so.
Die Leute haben sich das Zeug gar nicht durchgelesen. Übrigens, ein, und, sowas führt dann halt ganz oft dazu, dass man ein Projekt viel größer einschätzt, als es eigentlich ist. Ja. Yep. Also wenn es danach ginge, dann hätten wir ja, wären wir alle reich und würden nur noch Ferrari fahren. Denn eines Tages plötzlich, es war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann es gewesen ist. Ich kann das Jahr jetzt nicht zuordnen, aber es muss circa 5 bis 10 Jahre her sein, irgendwo dazwischen. Hatte Rebell plötzlich an einem Tag 20.000 Aufrufe. Simpler Grund. Le Floyd hatte eine Folge, eine News-Folge gemacht, in der auf YouTube einen Link auf Rebell gesetzt hat, weil er mehr oder weniger unseren Beitrag vertont hat. Und ich hatte es bis da nicht gewusst, aber wenn du auf YouTube bei einem Super-Influencer der 12. Link in der Beschreibung bist, dann kommen 20.000 Leute auf deine Seite. Über was ist da nochmal gegangen bei den beiden? Das Sandy Hook, es war, gab ein Flash-Game zum Sandy Hook-Massaker. Und darüber habe ich geschrieben, weil das Spiel, es war ein Anti-Waffenspiel, aber halt extrem grausam zu spielen. Also es war wirklich ein Spiel im besten Sinn, in dem Sinn, dass es politisch, hochpolitisch gewesen ist und etwas aufgegriffen hat, das halt wichtig ist. Ja, und das hat er eben gefunden bei uns, glaube ich, und hat den dann auch betont und vertont und lobenswerterweise auch die Quelle eben angegeben. Und das hat uns extrem viele Zugriffe gebracht. Ja, damit hat, insgesamt 70.000 insgesamt, also 20.000 an einem Tag und dann nochmal 50.000 den nächsten Tag. Damit hat Le Floyd mehr journalistischen Anspruch bewiesen, als alle PC Games, GameStar und wie sie nicht alle hießen, News-Abschreiber, die jahrelang Exklusivmeldungen von uns kopiert haben, ohne auf uns zu verlinken. Ja. Ich kann mich nur gut daran erinnern, als irgendwann ein Kollege zu mir meinte, Konrad, ich arbeite übrigens für Phenomic. Das war damals das Entwicklerstudio von Volker Wertrich, der die Siedler gemacht hat. Ich sitze hier gerade bei Phenomic in der Marketingabteilung und wir bringen ein neues Spiel für EA raus und das heißt Battleforge. Aber das darfst du keinem sagen. Hier ist übrigens das Logo. Und ich so, okay. Und übrigens, wenn du www.battleforge.com eingibst, kommst du auf eine Webseite. Die geht aber erst in 3 Tagen live. Aber aktuell ist sie, also aktuell ist das Logo da auch zu sehen. Da kannst du quasi sagen, dass du das Logo daher hast. Lieg das doch mal. Okay, so. kannst du Leute jetzt nicht professionell so stören mit diesen Quellennennungen? Niemand, ich habe ja keinen Namen gesagt. So. Also niemand weiß, wer das ist. Hallo übrigens. Und ich habe das dann gemacht und es haben alle kopiert. GameStar, PC Games und so weiter. Und sie haben alle immer als Quelle interne Mitarbeiter angegeben und nie auf Rebell verlinkt. Wir hätten eigentlich, hätten wir mit dem Ding Hunderttausende von Klicks haben müssen, hatten wir aber nicht. Ja, das war für mich einer der ernüchterndsten Momente in meiner Karriere als Spielejournalist, als ich quasi was Exklusives hatte und es mir so gleich genommen wurde. Ja, Exklusivität im Internet ist so eine Sache, aber wenigstens Quellen angeben wäre doch eine nette Geschichte. Ja. Das ist eigentlich nicht nur eine nette Geschichte, sondern das gehört eigentlich zur sauberen Arbeit, dass es Quellen vernünftig angibt. Da ja, aber auch bundesdeutsche Politiker, die ihre Doktorarbeiten nicht so ganz verquellt haben. Ja. Und Sigi immer sehr nah am Thema. Sehr nah am Thema, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wir viele Dinge geschrieben haben, wo wir tatsächlich die Ersten waren und uns wurde das Ganze geklaut, ist immer wieder vorgekommen. Apropos viele Dinge geschrieben, gibt es noch etwas, was ihr unbedingt hier besprechen wollt in diesem Podcast? Nö, eigentlich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch großartig sagen soll. Der Podcast geht weiter. Ich finde, wir haben eine freundschaftliche Ebene gelernt, sehr viel zu tolerieren. Also wie Tom Show richtig angemerkt hat, es geht heute sehr friedlich zu, von der Wortwahl. Ach ja, ja, während wir spielen, ist es an Tagen, an denen wir das nicht streamen oder nicht das Podcast verwerten, kann der Tonfall schon etwas rauer werden. Aber obwohl wir uns teilweise echt übel beschimpfen, ist eigentlich das Schlimmste, was bis jetzt passiert ist, dass man irgendwann jemand raustiltet für einen Abend und dann am nächsten Tag wieder dabei ist, als wäre nichts gewesen. Ja, das ich habe mich gestern schon gefragt. Ich habe mich gestern gefragt, ob wir einfach verdammt tolerante Menschen sind, die was das oder einfach zu dumm, um zu verstehen, dass wir gerade aufs Tiefste beleidigt jemand. oder einfach wissen, dass in der Hitze des Gefechts schon mal Worte fallen können, die einfach nicht so gemeint sind.
Wir wissen, dass es nicht ernst gemeint ist. Das ist, wie versucht zu sagen, ein Männerding. Man beleidigt sich und das ist okay. Bei Frauen ist das ja eben gekehrt. Man sagt, ha, Mann, siehst du toll aus. Und wir versuchen uns ja zu bessern. Der Konrad hat ja gestern seine persönliche Ich bin jetzt mal eine Stunde lang völlig gechillt Challenge ausgerufen und sie ist natürlich krachend daneben gegangen. Aber ich freue mich auf weitere Anläufe. Ich meine, ja. Eine Sache, die ich schon noch sagen möchte, und das ist direkt anschließend an das hier, die Tatsache, dass wir hier miteinander spielen und reden, ist wahrscheinlich das Coolste, was an Rebell hervorgegangen ist. Weil das war ja fucking shit Anfang der 2000er Jahre, ich war 18 Jahre alt, wir haben uns alle nicht gekannt. Und heute, 17 fucking Jahre später, Fahren wir teilweise miteinander auf ja. Urlaub, trinken miteinander, kennen uns immer noch, das ist schon ziemlich cool eigentlich. Das war ja früher so, dass es geheißen hat, steig nicht zu Fremden ins Auto und verabrede dich nicht mit Leuten im Internet und wir machen beides und sind erfolgreich damit. Ich habe einen Loot-Goblin in meinem Compound. Es gab schon lange keinen offiziellen Rebellentreffen mehr, da gab es zwei davon. Einen bei mir und einen bei Sigi. Was empfehlen Kammerjäger gegen so? Ist bei dir einer mit runtergegangen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich höre es nicht. Los. Einen bei Sie und einen bei mir. Ganz zu Beginn des ganzen Unterfangens war das schon. Ich denke, das ist K. Sowas gab es schon lange nicht mehr. So, lese ich es damit ab, bevor ich das wieder verantworte. Das ist korrekt. Wobei unser letzter Rebellentreffversuch in Wien ist ein bisschen gescheitert, nachdem du leider krankheitsbedingt ausgefallen bist. Naja, einmal haben wir einen geschafft, aber da hast du dann altes Herrensyndrom gespielt und Ja, es war etwas anderes, aber ich war auch krankheitsbedingt dann ausgenockt. Der Tom kriegt komischerweise immer irgendwie die Pest, wenn er Pizza machen muss. Ah, ich mache übrigens gerade jetzt nebenbei Pizza. Ja, es glaubt ja immer noch kein Mensch, dass du jeweils Pizza produziert hast. Ich schicke euch dann Fotos. Ich habe von dir einmal eine Pizza bekommen. Die war noch nicht so gut. Schick mir ein Stück, wir leben eh nicht so weiter. Also nee, ich habe schon eine Pizza von Tomo bekommen. Ja, du bist mit dabei bei dieser Verschwörung. Das Conrad kann bestätigen, dass ich die beste Pizza der Welt mache. Pizza ist das. Thomas hat gemeint, dass irgendjemand bei dir gelandet ist. Nein, das hat irgendjemand gesagt, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Nee, bei mir sind Leute gelandet. Toms Pizza ist das Bielefeld der Nahrungsmittel. Ja, du lachst, aber es ist so. Ist da irgendwie ein Helm oder so? It's funny, but it's true. Sorry. Sorry. Was machst du da? Ich probiere gerade die Waffen aus. Aber mit diesem Versuch hoffentlich dann auch mal wieder uns zu sehen und vielleicht können wir den Treff ja auch für ein paar Hörer erweitern, weil damals war die Community ja auch dabei. Twitch-Zuschauer oder sonst jemanden, der da gerne dabei wäre. Da könnten wir vielleicht mal wieder einen Rebellentreff auf die Beine stellen. Und ich glaube, mit dem Gedanken würde ich uns ganz gerne aus diesem Podcast entlassen. Ja, dann entlass uns doch. Bin ich dafür. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Sagt uns also Bescheid, wie ihr dieses Format gefunden habt und gratuliert uns bitte auch sonst zum Geburtstag. Genau. Das ist eine Aufforderung, eine direkte. Und sonst kommt auf den Discord-Channel www.rebell.at/discord und spielt einfach mit uns, dann könnt ihr da in 10 Jahren vielleicht auch drüber mitreden. Ja. Und da wir so ein wichtiges Medium sind, hat Ubisoft übrigens nur für uns dieses Wochenende The Division 2 für 3 Euro im Angebot. Ja. Das heißt, nur für uns. Das ist das nächste, was wir uns anschauen werden. Ja. Gemeinsam. Hashtag not a sponsored message. Ja, das stimmt. Genau. Wir haben nie sponsored. Also, das ist etwas, auf das wir auch. Ich meine, kann man stolz drauf sein? Ich glaube, eigentlich ist es normal, aber wir waren nie käuflich und das kann man, glaube ich, nicht über jedes Gaming-Magazin und jeden Gaming-Journalismus sagen. Ja, egal. Wir verabschieden uns jetzt hier aus dem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das erste Mal dabei wart, dann abonniert unseren Podcast. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Apple Podcasts, Spotify, auf YouTube, auf Overcast, wo auch immer. Und seid auch das nächste Mal wieder dabei. Wie gesagt, es geht wahrscheinlich um The Division 2. Vielleicht geht es auch um einen oder anderen Titel vorher noch, weil es ein bisschen länger dauern kann. Aber ja, das ist so der Ausblick der nächsten Woche. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ach, und mitten in der Abmoderation. Was ist das? Wenn es etwas braucht, das 17 Jahre Rebell.at auf den Punkt bringt, dann hat Konrad das jetzt gerade geschafft. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao. Tschüss.